Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Fran Bau. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Vielen Dank nochmal an die Zuschauerin, die mir gesagt hat, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch tatsächlich mir richtig behalten im Kopf. So, läuft denn hier alles? Ich hoffe ja. Gut. So, ich habe mir tatsächlich jetzt vor der Aufnahme nochmal angeschaut, wie wir denn jetzt an den Schlüssel bzw. an unseren Stock jetzt wieder rankommen. Allerdings hatte ich jetzt dieses Event noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie bestimmt auslösen muss. Ich glaube, ich muss es irgendwie erst auslösen. Und zwar in dem Video war da diese Krankenschwester, die bei uns vorher war. Und sie sollte irgendwie dem Wachmann einen Kaffee bringen. Ich muss die jetzt aber tatsächlich auch erstmal finden. Denn anscheinend brauchen wir erst die Konversation zwischen dieser Krankenschwester und der anderen. Weil die unterhalten sich irgendwie kurz. Und dadurch kommt dann auch eben das mit dem Kaffee zum Gespräch. Allerdings muss ich sie jetzt auch erstmal finden. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch, wenn ich ab und an da dann doch mal nachschaue, was ich zu tun habe. Denn eben bei so... Ja, wenn man da halt öfter mal was suchen muss. Hä? Wo ist die denn? Dann kommt man halt nicht auf als erstes oder so spontan da drauf. Deswegen, ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Ich werde das aber natürlich auch dann immer dementsprechend auch schneiden, dass es eben nicht so langwierig wird. Wo ist denn die Olle? Wo ist die denn? Ich sehe die überhaupt nicht. Okay, in dem Video ist derjenige ihr nachgelaufen. Was heißt denn hier derjenige? Ich sag's jetzt einfach, bei wem ich es nachgeschaut habe. Bei Gronkh habe ich es nachgeschaut. Weil er das Spiel ja schon gespielt hat vor längerem. Ich werde jetzt einfach nachgehen, so wie er. Vielleicht bringt sie mich ja zur Krankenschwester. Keine Ahnung. Taps, taps. Hört ihr die Tapsen? Von ihr? Übrigens finde ich, dass Fran sehr süß angezogen ist. Mit der gestreiften Strumpfhose und dem Kleidchen. Sehr süß. Ich hätte jetzt tatsächlich auch keine Ahnung gehabt, wie ich den Stock wieder kriegen soll von ihm. Wo ist sie denn jetzt auf einmal hin verschwunden? Ja. Wo ist die olle Krankenschwester? Ich frage mich, was sie wirklich dort unten tun. Ich weiß halt auch nicht, wie ich dieses Event auslösen kann.
Ich weiß ja auch nicht mal, wo sie ist. Habe ich irgendwas, um den Zaun aufzuschließen? Nein, habe ich nicht. Wo war die denn als letztes? Also eigentlich müsste sie ja hier drin sein, oder? Ach, das ist doch ein Graus. Ich sehe schon, wie die Zimtschnecke in meinem Mund zergeht. Kann ich ihm die vielleicht geben? Man weiß es nicht. Warum nicht? Okay, das funktioniert nicht. Irgendwas anderes. Oh, das ist jetzt magischer Kuchen, ein müder Kuchen. Okay, können wir das ihm jetzt geben? Vielleicht? Ich will keinen Ärger kriegen, daher habe ich einen Kuchen für Sie. Ich habe kein Interesse, irgendetwas von dir zu nehmen. Bitte nehmen Sie ihn. Es wird Ihr Leben ein wenig versüßen. Ich will mein Leben nicht versüßen. Jetzt geh. Also wollen Sie ihn nicht? Nein, und jetzt lass mich in Ruhe. Okay. Hat also nicht so gut funktioniert. Ach, davon habe ich geredet. Ich habe Marcel von der letzten Lieferung erzählt, aber er hat sie noch nicht angesehen. Naja, er wird es bald tun. Hey Gladys, tust du mir einen Gefallen? Klar, alles außer dem Wachmann den Kaffee bringen. Warum nicht? Ich kann es nicht tun, weil ich mich um die Kinder kümmern muss. Ich habe selbst etwas zu tun. Tut mir leid. Das war das Event, was ich auslösen musste. Denn jetzt kann ich wohl den Kaffee nehmen, genau. Und kann ihm den Kaffee bringen. Ihr kann ich nicht reden. So. Herr Wachmann, ich habe einen tollen Kaffee für Sie. Hier ist Ihr heißer Kaffee. Das ist sehr gut. Hast du gut gemacht, Fran. Schau, was du getan hast, du verrücktes weißen Miststück. Das hast du absichtlich getan. Jetzt muss ich mich umziehen. Ah, es brennt. Geh nicht weg, du kleines Scheißkind. Ha, guck mal, ihr Gesicht. Okay, als erstes nimmst du jetzt mal wieder deinen Stock. So. Und dann nimmst du den Schlüssel. So. Hab ich dich. Jetzt kann ich was tun? Ach ja, ins Büro gehen. So.
was haben wir denn hier Schönes? Mental Health Global Week. Du bist nicht alleine. Tritt uns heute bei. Oswald Anstalt. Dr. Marcel. Oh. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Was bedeutet das? Sieht aus wie ein Stern. Ein Interview mit Dr. Dern über die Arbeit mit Kindern. Was für ein kleiner Text. Gedanken von Marcel Dern. Oktober und November. Ich glaube, wir haben gerade Oktober. Testtag. Jeder Tag ist ein Testtag. Was für ein hübsches Bild. Ich wünschte, ich könnte so malen. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall den Code auch. Gucken uns natürlich noch ein bisschen weiter um. Oh, ich liebe es, Post zu öffnen, aber die hier ist nicht für mich. Alles die gleichen Bücher. Die gelbe Schreibmaschine. Ich könnte Tante Grace einen Brief schreiben. Sehen, schmecken und hören. Davon habe ich etwas in der Schule gelernt. Das Gehirn ist so kompliziert. Keine Bilder oder lustige Rätsel. Mr. Midnight könnte mir ein Rätsel sagen. Er liebt sie. Ich könnte ihn als Helm benutzen, um meinen Kopf zu schützen. Aber ich glaube, meine Haare schaffen das auch. Es ist immer gut, einen Ersatzschlüssel dabei zu haben. Ja, das stimmt allerdings. Ich hasse dieses Bett. Haben wir jetzt alles durch? Ich weiß nicht wirklich, was das ist. Phil? Ein vergessenes Mädchen. Ohne Familie oder Katze wird sterben, wenn der Mond kommt. Was meinst du? Ey! Ah, Phil, bitte lass mich raus! Ich möchte das mal kurz sehen. Alarm am Sicherheitssystemfeld in der Rezeption ausschalten. Die gelbe Tür wird für 2 Minuten offen sein. Dann ist sie wieder alarmgesichert. Alarmcode 17. Dezember ist gleich bla. 25. Juli ist gleich irgendwas. Okay. Ich sollte nicht schreien. Wenn sie mich hier finden, habe ich ein Problem. Was ist, wenn wir jetzt die Dings nehmen? Oh. Oh, das tote Mädchen sieht ein bisschen aus wie ich. Das könnte es auch du sein, tatsächlich. Obwohl deine Augen geöffnet sind, kannst du nicht verstehen. Obwohl deine Augen bluten, fühlst du nichts. Verstecke nicht, was dir wehtut. Lass es dir wehtun. Liebe Tante Grace, hol mich hier raus, bitte. Kann ich jetzt hier durch? Tatsache. Cool. Oh, das Windloch. Ich glaube, das ist der Weg zurück. Ich frage mich, ob Phil davon wusste. Oh. Diese Ratte hat sich den Kopf gestoßen. Sie braucht einen Helm. Okay. Natürlich braucht jede Ratte einen Helm. Ich gehe einfach weiter und weiter. Wenn du jetzt da runterfällst... Ah! War ja klar. Oh. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt? Ich muss es wohl rausfinden. Ja, steh auf. Okay. Putzmittel. Die sollten unsere Toiletten putzen. Kein Wasser zum Händewaschen. Die Kiste ist offen. Schauen wir mal. Oh. Gelbe Pillen. Die sehen toller aus als die roten. Ich frage mich, warum ich die roten Pillen bekomme und nicht die gelben. Böse Tabletten. Ich nehme sie nur, um mein Kätzchen zu finden. Ich glaube, ich höre auf, wenn ich Mr. Midnight gefunden habe. Riesenlange Zahl ist unser momentanes Subjekt. Reaktion des Subjekts ist positiv. Vergrößern jetzt die getriggerte Drüse. Explomantindosis erhöht auf 1700 Milligramm, bla blub. Behälter wechseln, damit es wie eine zugelassene Duotin-Variante aussieht. Aha! Abgekratzte Aufkleber.
Die Handschuhe sagen mir nichts. Alle Schwestern tragen welche. Ich könnte sie nehmen und probieren, aber ich will nicht. Aha. Also haben die hier wohl die... Machen die hier irgendwelche Tests mit falschen Medikamenten und lassen es halt so aussehen, als wären es ganz normale Tabletten. Unter der Decke ist nichts. Ein Mob, der mit dem Boden tanzen wird. Oh, wäre ich eine Hexe, könnte ich hier wegfliegen. Gehen wir mal hoch. Lass mich raten, das ist der Schlüssel dafür. Sie. Oh. Wenn du kämpfst, wirst du wissen, dass ich es war. Ich werde in jeder Ecke sein, um dich leiden und weinen zu lassen. Wenn du mir nicht gehorchst, wird das Leben deiner Katze enden. Oh. Arme Fran. Oh, mein liebes Kätzchen, wir werden bald wieder zusammen sein. Versprochen. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich so sehr. Warum gehst du? Bitte lass mich nicht alleine, Mr. Midnight. Am Ende des Labyrinths, Fran. Ich bin schon wieder umgekippt, ob meine Träume wohl wahr sind. Das Monster lässt mich nicht nach Hause gehen. Wenn ich das Labyrinth finde, finde ich auch Mr. Midnight. Okay, kann ich hier trotzdem durch? Ja. Oh. Das sieht ja sehr vielversprechend aus. Oh. Oh nein, arme Mädchen. Ich hoffe, Ihnen geht es bald besser. Ich hoffe, ich ende niemals so. Hallo, ruhst du dich aus? Hast du gespuckt? Das ist eklig. Ich hoffe, dir geht es bald besser. Ich glaube, denen geht es nicht so gut. Oh. Der Operationssaal, da will ich nicht rein. Riecht wie vergammeltes Fleisch. Bäh. Ich will nicht, dass sie da drin mit meinem Kopf spielen. Okay, wer war denn da zuletzt drin? Das müsste ja eigentlich hier da drin stehen, ne? Patient Robert Clark. Psychochirurgie, Prozedur, Lobotomie. Oh. Dr. Roman Bates. Beobachtung, fehlgeschlagene Betäubung. Der Patient wachte bei Erreichen des Frontallappens auf. Die Prozedur wurde unvollständig abgebrochen. Ugh. Bei der Lobotomie wacht er natürlich auf. Oh, also bin ich einmal rumgegangen. Wo geht's hier lang? Ja, ich habe den neuen nach oben gebracht. Nein, habe ich nicht gesehen. Der Schlüssel zum Keller? Nein. Und dem Büro des Doktors? Er hatte mal einen Schlüssel dort. Beruhige dich, der Schlüssel ist nicht hier. Klar, ich lasse es dich wissen, wenn er auftaucht, aber du musst dich beruhigen. Ja, ich bringe ihn dir, wenn ich ihn finde, okay? Tschüss. Ach du lieber Himmel, ich kann es nicht glauben. Ich bin schon an der Rezeption, das ist großartig. Aber die Schwester, ich muss sie loswerden. Was soll ich tun? Okay, warte mal. Nein, ich will das untersuchen, bitte. 17, vielleicht 17:25? Frau Krankenschwester, ich hoffe, Sie müssen bald auf die Toilette. Okay, da kann ich jetzt erstmal nicht durch. Kann ich denn mit dem Schlüssel das Ding hier aufmachen? Nee, kann ich nicht.
Aber hier komme ich auch nicht weg. Okay. Oh, jetzt gibt's hier, jetzt ist hier wieder so eine. Jetzt geht's hier wieder los. Mit dem Rätseln. Ende des Labyrinths. Oh. Das... Oh mein Gott, bist du okay, kleines Baby? Ist das deine Mami, die da oben hängt? Ja, absolut. Oh, sie sind ganz mager. Pfui. Ich ihr den geben? Nein. Schade eigentlich. Okay. Was ist denn hier, wenn ich die Pillen nehme? Mein Pfad zum Leben wurde mir verweigert. Du kannst nicht die beschuldigen, die unwissend sind. Was ist hier drin? Oh. Oh, Junge, warum ist dein Gehirn denn draußen? Will ich eigentlich gar nicht so genau wissen. Was? It? What? Was? It? What? Warte mal. Das hört sich so an wie, keine Ahnung, irgendein Passwort? Oder? Edward. Kann ich hier reingucken? Wer ist das? Entschuldigung, wachen Sie auf! Oh. Hallo. An diesem Ort verliert man wirklich seinen Kopf. Okay, da sind wir hergekommen. Okay, die kann ich nicht nehmen. Lügen in einer Box. Sind damit vielleicht die Tabletten gemeint? Okay, der passt da nicht. Am Ende des Labyrinths. Das ist, kann ich den Schlüssel vielleicht hier dranhängen? Ja. So, das hätten wir. Ich hoffe, die Schwester sieht den Schlüssel. Oh, der Schlüssel war doch hier. Ich bringe ihn lieber zurück. Ja! So, jetzt machen wir das schnell. Vierstelliges Passwort eingeben. Okay, warte. Nee, ich möchte das 1725... Vielleicht 2517. Okay, jetzt geht's hier wieder los.
Also ich habe es nachgeguckt und ich glaube, ich wäre von alleine gar nicht da drauf gekommen. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Plan, wie er das gerechnet hat. Ich habe es jetzt wieder bei Grund nachgeguckt. Es ist 29,32. Man darf wohl sich nicht zu sehr auf dieses 17.12. und 25. Juli versteifen, sondern muss das irgendwie rechnen. Ich habe keinen Plan, wie, ehrlich gesagt. Oh.